Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sniper Elite V2. Mir ist letztes Mal aufgefallen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich letztes Mal immer Elite Sniper gesagt habe. Es heißt Sniper Elite. Aber ich sag immer Elite Sniper. Irgendwie hört sich das irgendwie, ich weiß auch nicht, besser an für mich. Ich weiß auch nicht warum, aber es soll jetzt hier um Sniper Elite gehen. Da ich jetzt wusste, wo die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Wenn das nur so einfach wäre. Also gucken wir uns jetzt mal das hier an. Wir sind hier jetzt in dem Hauptlager, wo wir diese V2-Raketen, wo die sein sollen. Was ich nicht glaube, weil das wäre ja viel. Also einerseits wäre es. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Auf jeden Fall die Mission, die findet im Dunkeln statt, das heißt, es wird richtig schwer. Hier haben wir zwei Ausgangspunkte. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal weiter. Ich nehme da mal die MP40. Sie verursacht eine Menge Schaden mit ihrer Leistungsschwankung des Kalibers 45. Allerdings sind sie im Feld schwer zu finden und ihre Schussrate ist etwas niedriger als die, die. Sollen wir die mal nehmen? Ja. Okay, da können wir nur zwischen 1 und 0 wählen. Probieren wir es doch mal in dieser Konfiguration. Gehen wir nochmal zurück. Okay, wir starten jetzt mal. Aber ich war ja letztes Mal schon am Ende hier. Und da sieht man, wie heftig das einfach nur aussieht. Ach, da oben ist einer. Auf jeden Fall müssen wir auf diesen Punkt auf. Das ist so ein Übersichtspunkt. Ich weiß es, leckt mich. Sobald dieser Ton kommt, können wir die. Können wir den ermorden, weil dann hört man es nicht. Also, wir probieren das auf jeden Fall mal aus, wir sind ja ganz am Anfang. Aber jetzt gucken wir auch mal auf die Map. Jetzt sehen wir ja, wo wir sind. Dann müssen wir dahin. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal da hoch. Und guck mal, wie das von der feindlichen Sache hier mit der feindlichen Sache hier aussieht. Aber ich habe ein bisschen was dazugelernt, seitdem ich das Spiel nochmal von neu angefangen habe. Das war es, glaube ich, gut so. Wenn wir jetzt speichern könnten, das wäre geil. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Pistole. Einerseits ist die Dunkelheit scheiße, weil wir sehen nicht jeden Gegner sofort. Einerseits ist sie gut, weil der Gegner sieht uns ja auch nicht sofort.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich das einschätzen soll. Aber mir hat... Ich hab mich gefragt. Ach, schade. Mit dem Ton musste es auf jeden Fall irgendwas auf sich haben. Das war mir klar. Aber was? Jetzt ist mir eingefallen. Wenn dieser Ton kommt, hören die anderen ja auch den Schuss gar nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Leiche durchsuchen. So, was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, dass die Markierungen sich immer aufheben. Nach einer kurzen Zeit. Ah, dieses Fernglas, das zoomt nach einem Ding, zoomt es so nah hin. Aber jetzt geht's eigentlich. Sehr gut, wenn wir ein Scharfschützengewehr hätten. Was mit einem. Was wollte ich sagen? Mit einem ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Entschuldigung. So, wir suchen hier erstmal alles ab. Es muss einfach sein, wir müssen hier ein bisschen taktischer vorgehen. Auf jeden Fall. Da kommen wir von rechts. Der kifft sich eine, dann töten wir den. Mit einem sicheren Headshot. Dann hoffen wir, dass die nicht alarmiert werden. Obwohl, auf jeden Fall killen wir jetzt den nachher. Ja, das machen wir jetzt dann gleich. Das ist echt cool, also da muss man aber erstmal drauf kommen, dass das so gehen könnte. Ich habe mir jetzt gedacht, was macht denn das für einen Sinn? Aber jetzt macht das erst Sinn.
Aber wir killen den. Wir laufen nach da hinten. So, das suchen wir jetzt erst nochmal ab. Dann kommen wir von da angeschlichen. Dann, sobald dieses Geräusch wiederkommt, Peng und Peng. Oder wir können warten und das mit dem Scharfschützengewehr alles machen. Aber dann muss es relativ schnell gehen. Wir probieren das einfach mal aus. So, also das hat echt geklappt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Jetzt hoffen wir halt, dass uns da jetzt nichts anderes erwartet. Wir gehen jetzt hier schön Stealth-Modus mit der Pistole. Darunter. Natürlich trotzdem noch, ob irgendwo noch was sein könnte. Jetzt gucken wir da oben noch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach geht, dass da ein paar Leute umbringen und fertig ist die Geschichte. Das kann ich mir nämlich kaum vorstellen. So. Oh, da habe ich jetzt jemanden gehört.
Scheiße. Scheiße. Ich glaube, wir haben verkackt schon jetzt. Alter, die Augen auf. Wo sind denn die? Die sind hier in der Nähe, aber ich weiß nicht wo. Ach, war mir klar, dass das nicht so einfach geht. Mann, ey, dass es noch zum Schluss so rauskommt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt so ganz stealth hier durch. Der zweite. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Scheiße. Ach, da hinten. Oder ist das ein dritter? Oh, scheiße. Keine Gefahr. Mann gefallen! Du bist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Sicher das Gebiet. Scheiße, jetzt sind da so viele. Aber es dürfen auch nicht noch mehr werden. Leck mich fett. Das Gebiet ist sicher. Was ist passiert? Komm raus, Scharfschütze. Halte die Augen auf.
Sucht weiter! Schaut euch um! Findet ihn! Sucht ihn! Er ist hier irgendwo! Wir kriegen ihn, der ist tot! Er ist hier irgendwo! Sucht ihn! Haltet die Augen auf! Ich weiß die! Haltet die Augen auf! Sucht weiter. Haltet die Augen auf. Mann am Boden. Ah ne, so weit kann ich nicht werfen. Sucht weiter. Scheiße, ist er doch. Mann gefallen! Ich werde dich finden. Sucht weiter. Das Gebiet ist sicher. Schaut euch um. Haltet die Augen auf. Sucht weiter. Haltet die Augen auf. Leiche gefunden. Ich glaube, wir müssen noch mal auf den Turm drauf. Und da die langsam alle killen. Weil langsam nervt es mich dann. Wir finden ihn irgendwo. Mann gefallen! Das Gebiet ist sicher. Aber ich hoffe, dass nicht danach nochmal welche kommen, weil dann nervt es. Dann nervt es. Da können wir eigentlich aus der Hocke raus. Ich hoffe, das geht auch so, wie ich es mir jetzt vorstelle, weil so richtig Stealth habe ich das jetzt nicht hingekriegt. Hätte mir eigentlich klar sein sollen, dass das nicht nur die drei sind. Dass da noch andere sind. Dass wenn sobald einer entdeckt, dass der sofort Hilfe ruft. Aber wenigstens sind wir noch nicht gestorben, ne? Das ist ja schon mal was. So, jetzt machen wir nämlich was. Wann ist diese rote Tonne? Ja, die sehen wir von hier leider nicht. Scheiße. Schade, schade. Nein! Du bleibst nicht! Ah, oh, Mann, ey. Jetzt sucht er tatsächlich da. So eine Fotze. Thank you.
Was haben wir denn noch alles dabei? Außer Stein, Stolpermine, Dynamit, Landmine, Stielhandgranate. Ach, die hätten wir auch werfen können. Auch von hier oben können wir relativ wenig mit diesem Zeug machen. Jetzt versuchen wir, die mal langsam zu töten. Mal gucken, ob das funktioniert. Sind die jetzt ist er weg. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Danke. Wo sind denn die jetzt? Haltet die Augen auf! Komm raus, Scharfschütze! So. Sucht weiter! Sucht ihn! Ich werde dich finden! Nicht wahr sein. Ist immer noch einer da? Das habe ich doch alle ausgeschaltet. Wir kommen da schon wieder neue. Das wäre ja zum Kotzen eigentlich, oder? Er ist hier irgendwo. Jetzt sind wir mal mit Maschinenpistole und machen die mal alle kalt. Es können ja nicht mehr so viele sein eigentlich. Aber wir gehen natürlich nur mal so rum. Das ist am sichersten.
So. Jetzt sollten wir echt mal alle haben. Wie kommen wir da jetzt rein? Wie kommen wir da jetzt rein? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, falls ihr das bis hier angeschaut habt, dann habt ihr den Ton wahrscheinlich noch gehört in guter Qualität. Ab jetzt gab es ein Problem seitens Audacity. Die Auslagerungsdatei hat es nicht mehr ab dieser Stelle richtig erkannt. Das heißt, das Ganze, was ich jetzt bis zum Schluss geredet habe, werdet ihr jetzt nicht hören. Ich werde zum Schluss nochmal quasi den Schluss nochmal nachsprechen. Aber währenddessen habe ich sowieso nicht so viel geredet, weil ich war echt übel konzentriert da in diesem Bunker drin mit diesen ganzen Raketen. Das war schon eine heftige Angelegenheit. War auf jeden Fall eine coole Sache, hat zum Schluss, also beziehungsweise hat zum Schluss von diesem Part echt viel Spaß gemacht. Aber ja, wie gesagt, der Ton ist weg. Ich werde diesen Ton jetzt da soweit so gut einfügen. Und den Schluss werde ich auch nochmal extra aufnehmen und zum Schluss quasi bringen. Aber ich glaube, bis dahin hat's. Ne, ich werde es einfach bis hierhin machen. Weil zum Schluss guckt sowieso niemand an. Das ging 55 Minuten oder so. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt auch von dieser Stelle bedanken. Der Schluss, also die restliche Zeit ist quasi nur Gameplay. Ein bisschen öde, wenn man sagen kann, aber ich habe diese Leute ziemlich aufgemischt. Also ganz ungeil war das diesmal nicht. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, das zu spielen. Ich hoffe, euch hat es gefreut anzuschauen. Und damit würde ich es auch hier schon verabschieden und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Die Wissenschaftler waren unauffindbar. Aber ich suchte weiter, in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden.